Wir sind nach 4 Wochen von dem Aufbau des Probebiomalers oder des Biomalers, der im Moment das Gewächshaus praktisch versorgt, nach Högl zurückgekehrt. Und ich habe Rüdiger neben mir sitzen, der in der Zwischenzeit eine ganze Menge erreichen konnte. Rüdiger, was hat sich seit dem Aufbau des Biomalers bei dir getan? Eine ganze Menge. Das Gewächshaus steht, der Biomaler hat mittlerweile seine Gradzahl von 56 bis 58 Grad erreicht. Und wir können jede Nacht, egal wie die Außentemperaturen sind, das Gewächshaus mit dem heißen Wasser wunderbar nutzen. Die Pumpenstation, und das haben wir uns ja alles angeschaut. Und ich bin jetzt guten Mutes, dass es auch die nächsten Wochen so bleibt. Und wir sehen können, dass das mit dem Probemeiler eigentlich eine sehr gute Sache war, um sich der Sache mal ein bisschen näher zu kommen, um Vertrauen zu gewinnen. Und jetzt bin ich soweit, im Oktober den großen Meiler in Angriff zu nehmen. Ja, ich komme noch mal ganz kurz darauf zurück. Du hast gesagt, mittlerweile hat der Biomaler seine 56 Grad erreicht oder deutlich über 50 Grad erreicht. Dazu hat er ja nicht 4 Wochen gebraucht, sondern das ging bei dir innerhalb von wie vielen Tagen? 3. Innerhalb von 3 Tagen hat der Biomaler seine Temperatur schon gehabt. Das ist natürlich eine ganz gute Geschichte. In unseren ganzen Unterlagen und auch in unseren anderen Workshops und Seminaren sprechen wir immer davon, dass ein Biomaler zwischen 4 bis 10 Tage braucht, um seine Betriebstemperatur zu erreichen. In diesem Falle waren es rekordverdächtige 3 Tage. Das finde ich natürlich ganz schön. Das bedeutet ja, dass das ganze Ausgangsmaterial und die Biomasse von sehr guter Qualität gewesen ist. Und das ist dann natürlich sowohl für mich, der die Workshops macht, als auch für den Bauherrn Rüdiger ein gutes Ergebnis. Jetzt hattest du gesagt, Rüdiger, die Pumpenstation und die Anlage in das Gewächshaus hinein hat sich schon bewährt. Ich glaube, wir können auch sagen, dass in den letzten 4 Wochen, außer dem heutigen Tag, wo wir sehr viel Sonne haben, nachts eher so 4, 5, 6, 7 Grad waren. Das war ja der ganz verregnete Mai, den wir jetzt gerade hinter uns gebracht haben. Und insofern hat ja auch der relativ späte Aufbau des Biomalers sich nochmal komplett bewährt. Hat in dem Falle für mich einen großen Vorteil gehabt. Es war manchmal schon 6, 7 Grad warm nachts. Und ja, wenn du einen Ausgleich von fast 9 Grad in dem Moment hast, dann ja, sagen die ganzen Pflanzen dir Danke, ne, dann können wir schneller wachsen. Und das ist eigentlich das, was man als Hobbygärtner eben auch gerne möchte. Und vor allen Dingen guten Boden, fruchtbaren Boden, eigenen Humus, den man sich ja durch den Biomeiler jetzt schafft. Und das war eben auch der Gedanke für mich mit dem Probemeiler. Warum erstmal nur ein klein? Weil wir auch ein kleines Gewächshaus haben, Heidi und ich. Und das muss ja irgendwie auch bearbeitet werden. Und wenn wir im Oktober den großen Meiler aufbauen, ist der kleine fertig. Das heißt, wir können dann auf diese ganze Masse zurückgreifen, was für uns bzw. ja für die Pflanzen dann als Humus genutzt wird. Und ja, darum ging es mir auch, um eben den ganzen Winter über Vorbereitung zu treffen, um im Frühjahr eben mit dem eigenen Humus, der hier aus der Region dann quasi stammt, der Häcksel, den haben wir erst im Februar bekommen und den natürlich aus Süke dazu, der schon vorbearbeitet war und den Mist von den Nachbarn. Und ja, wir werden, ich bin mir ziemlich sicher, richtig gute Erträge erzielen. Das würde mich natürlich riesig freuen, denn die Ausgangsvoraussetzung ist das eine, natürlich dann die andauernde Pflege und Wässerung der wunderbaren Obst- und Gemüsesorten über die Zeit hinweg. Aber ich denke, dass die bei dir, Rüdiger, in der richtigen Hand sind und Heidi und du hoffentlich den richtigen grünen Daumen habt, um das Ganze dann nachher auch sehr ertragreich zu machen. Jetzt hat der Biomaler ja noch eine zweite Komponente, die wir hier haben. Wir haben auf der einen Seite des Biomalers noch einen Anschluss an das Stadtwassernetz vorgenommen. Sag noch mal ein bisschen was dazu. Ja, die Leitung haben wir eigentlich gelegt, um eben auch jetzt dadurch, dass wir die Pumpenstation gebaut haben und in den Kreislauf ja nicht mehr reinkommen, dass wir noch die Möglichkeit haben zur Probe, wie sieht es überhaupt aus, und brauchen den Hahn dann nur aufzudrehen und sehen oder fühlen, dass immer noch weit über 50 Grad vorhanden sind.
Und durch deine Inspiration, wir hatten ja eigentlich vor, dort so eine kleine Außendusche zu machen für den Garten, was natürlich viel zu heiß ist. Und wir jetzt uns eine alte Batterie besorgen, eine Waschtischbatterie oder irgendetwas oder so eine Wafibra und eine Mischbatterie und da kommt ein bisschen Kaltwasser noch zu und dann mischen wir das und dann haben wir da draußen eine schöne Außendusche. Ja, da will ich noch mal ganz kurz den technischen Hintergrund zu geben. Wir haben jetzt hier in diesem Meiler zwei getrennte Rohrleitungssysteme. Wir haben einmal das schwarze PE-Rohr, das aus der Landwirtschaft bekannt ist, verwendet, um den Heizkreislauf herzustellen und haben in der gleichen Höhe, in dem wir das PE-Rohr eingebracht haben, auch noch mal Mehrschichtverbundrohr eingebracht, was sauerstoffundurchlässig ist, um das Brauchwasser zu benutzen zu können. Also wir haben jetzt bei dir zwei Systeme, die voneinander getrennt sind. Das sagtest du ja auch gerade eben. Das Heizungssystem läuft über die Pumpenstation und die angedachte Dusche für den Außenbereich wird dann, also läuft jetzt schon über das Stadtnetz. Und wenn wir davon sprechen, dass wir da extra nochmal eine Mischbatterie nehmen, die man sonst normalerweise auch in der Dusche hat, dann hat das den Hintergrund, dass das Wasser im Biomeiler, in dem Mehrschichtverbundrohr, eben auf diese 50 oder 55 oder 56 Grad aufwärmt. Das ist natürlich zum Duschen und Händewaschen viel zu warm. Also die Temperatur in der Dusche liegt irgendwo bei den Kaltduschern bei 12 Grad und bei den Warmduschern bei 38 bis 40 Grad. Und dadurch, dass wir ja hier die Warmdusche auch im Garten haben wollen, Kaltduscher sind wir ja selber, haben wir denn also da die 38 Grad eben nicht zur Verfügung, wenn wir einfach nur durch das Stadtnetz und den Biomeiler durchgehen. Und insofern werden wir beim Stadtnetzanschluss noch ein T-Stück setzen und mit diesem T-Stück auf die Mischbatterie gehen und dann den Biomeiler zur Warmwassereinspeisung haben und das Stadtnetz zur Kaltwassereinspeisung haben. Und über die Duschmischbatterie haben wir dann das Wasser, was man auch wirklich zum Duschen verwenden kann, nämlich voraussichtlich diese 38, 39 Grad. Und das sind für alle die, die sich sonst mit Heizung, Sanitär und Gaswasser Scheiße nicht beschäftigen, ein kleiner Hinweis zur technischen Ausführung. Und es gibt auch noch eine kleine Idee da mehr dazu, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, entweder haben sie schon einen kleinen Swimmingpool zu Hause oder sie würden so gerne einen haben. Da kann ich euch nur empfehlen, einen schönen Biomeiler hinzustellen und dieses heiße Wasser in diesem Aquarium oder Pool einzuleiten, was technisch heutzutage alles möglich ist. Und man kann wunderbar einen Swimmingpool aufheizen. Kann ich mir zumindest in der Form sehr gut vorstellen. Ja, also dadurch, dass das auch noch wieder ein anderes Projekt wäre. Ja, dann wird das noch ein Projekt für Heidi und dich. Dann werdet ihr wohl keinen Swimmingpool haben, sondern eher einen Jacuzzi. Und vielleicht dann auch noch die eine oder andere Seitendusche haben so oder Brause im Wasser haben, ja, dass ihr dann hier vielleicht zusätzlich zu den schönen Tagen im Garten auch noch die Gelegenheit habt, im Jacuzzi zu erfrischen und das dann ohne schlechtes Gewissen, dass die Ölheizung anspringt oder der Gastank sich leert, sondern das mit dem Biomeiler im Sommer macht. Denn der Biomeiler hat ja die hervorragende Eigenschaft, dass er an 365 Tagen im Jahr seine Wärme abliefert. Und ich werde ja auch immer wieder gefragt, was machen wir damit im Sommer? Also insofern ist der Hinweis... So, man verschwendet ja keine Energie, sondern die Energie wird dir eigentlich gegeben, ohne dass sie dir in dem Sinne viel kostet. Du brauchst ein bisschen Häcksel, okay, dafür muss man ein bisschen was bezahlen. Kuhmist kann man in der Regel umsonst bekommen und alles andere besorgt man sich einmal. Einmal eine Pumpenstation, einmal Polyrohr, einmal diese Dinge, die du jahrelang immer wieder verwenden kannst. Ich kann nur sagen, Leute, macht euch auf, ne, nimmt Kontakt auf mit Heiner oder wer immer Biomeiler baut, ja, und baut euch so ein Ding in den Garten. Ihr werdet so viel Freude damit haben, weil man damit der Natur auch irgendwo wieder etwas zurückgeben kann. So jeder, der im Garten gerne sitzt und die Natur um sich hat, kann etwas dazu beitragen, dass unsere Umwelt entscheidend in dieser Weise auch entlastet wird. Ja, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dass wir durch den Aufbau des Biomalers und deiner gesamten Erfahrung von Materialbeschaffung bis zur Materialverwendung
darüber ziemlich ernsthaft nachdenken, ja, dass du für die Native Power den ganzen norddeutschen Bereich übernehmen wirst und als zertifizierter Händler und Berater alle die Leute, die in Schleswig-Holstein über den Biomeiler nachdenken, in Zukunft genauso kompetent und gut beraten kannst und wirst wie ich. Denn ich bin ja jemand, der in Hannover im vierten Stock wohnt und auf die Nachbargrundstücke runterguckt. Du bist jemand, der den Biomeiler vor der Haustür hat und jedem, der Lust und Zeit und Gelegenheit hat, hier vorbeizukommen, auch in der Lage bist, das, worüber ich rede, sozusagen auch gleich zu zeigen. Mhm. Und das hat natürlich einen ganz gravierenden Vorteil, dass über diese Entwicklung, die wir hier genommen haben, Probebiomeiler aufbauen, Gewächshausheizen, bis hin zum Aufbau des großen Biomeilers am 4. und 5. Oktober dieses Jahres, also 4. und 5. Oktober 2013, den großen Biomeiler aufzubauen. Wenn ich sage groß, sag nochmal was zur Größe. Ja, die Größe wird so bei 150, 160 Kubikmeter liegen. Und für alle Interessenten, die sich das jetzt angesehen oder angehört haben, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn sich jeder, der Interesse hat, sich bei mir oder bei dir, bei uns einfach meldet. Jeder ist herzlich willkommen, hierher zu kommen, sich das anzuschauen. Und packen wir es an. Ja, klasse. Packen wir es an. Ich hoffe, dass wir uns bei dem Workshop sehen, 4. 5. Oktober, hier bei Rüdiger und Heidi auf dem Gelände. Großer Biomaler, nachdem wir die guten Erfahrungen mit dem Kleinen gesammelt haben. Dir, Rüdiger, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke und dir. Allen Zuschauern Gemeinschaft. Frohe Überlegung, wie der Biomaler im eigenen Umfeld aussehen könnte, und viel Spaß bei unserem gemeinsamen Workshop. Ja, ich danke dir. Wir werden den Hauptbiomeiler, der das Haus versorgen soll und die Heizungsanlage, am 4. und 5. Oktober aufbauen. Das Wichtigste, was wir heute miteinander erfahren werden, ist, was hat sich seit dem Aufbau von diesem Biomeiler getan in den letzten 4 Wochen? Also genau vor 4 Wochen, Rüdiger, haben wir den Biomeiler bei dir aufgebaut. Richtig, da sind wir angefangen. Und jetzt haben sich nicht nur die Anschlüsse von dem Biomeiler in das Gewächshaus verändert, sondern das Gewächshaus ansonsten auch. Ja, indem wir ein richtig kleines Prunkstück daraus gemacht haben, wie man sehen kann. Und was uns wichtig war, dass wir jetzt erstmal diese Wärme von dem Probemeiler eben auch probemäßig so fahren, wie das im großen Jahr eigentlich auch sein soll, mit einer Umweltpumpe, die wir hier, wie man sehen kann, installiert haben. Die ist schon 20 Jahre alt. Ja, dann komm mal ein bisschen dichter hier ran. Ich stelle mich mal aus dem Bild heraus, übernimm mal das Mikrofon und erkläre uns, was du da hast. Ja, eigentlich ist das sehr einfach, dass wir hier die 80 Meter Probe-Polyrohr eingelegt haben mit dem Wasser. Das sind so circa 50 Liter jetzt, die da permanent über 50 Grad haben. Schon nach 3 Tagen übrigens war der Meiler voll, fast in seiner Ausweitung da. Und dann haben wir dadurch hier einen Vorlauf und einen Rücklauf. Und das ist das, was die Pumpe macht. Sie bringt einfach nur das Wasser in Bewegung. Ein Ausgleichsbehälter, ein Druckbehälter, der auf 2,5 bis 3 bar liegt, dass wir den Ausgleich haben. Und dann haben wir einmal den Vorlauf und dann geht der Rücklauf mit dem Vorlauf zusammen ins Gewächshaus. Und dort haben wir noch 2 alte Heizkörper, die früher vor ein paar Monaten im Haus ausgewechselt haben. Die haben wir einfach da reingepackt und angeschlossen. Und jetzt haben wir abends, also vor 2 Wochen hatten wir es noch sehr kalt hier. Im Mai, da hatten wir nachts zwischen 6 und 10 Grad. Und wir können davon ausgehen, dass zwischen 6 und 9 Grad im Gewächshaus nachts, weil wir nur nachts die Pumpe logischerweise anmachen, ein Temperaturausgleich herrscht. Also das bedeutet, du hast nachts 6 bis 9 Grad höhere Temperatur im Gewächshaus durch den Biomeiler als die Umgebungstemperatur. Also um 6 bis 9 Grad wird das praktisch aufgeheizt. Jetzt stehe ich hier noch vor etwas. Hinter mir hast du an dem Biomeiler praktisch einen Holzsichtschutz angebracht, um auch auszuprobieren, wie das aussieht, wenn der Biomeiler zusätzlich zu der Umrandung mit den Doppelstegmatten mit Holz verkleidet ist. Richtig, weil wie du ja weißt, baue ich auch Holzhütten für Weihnachtsmärkte und für Stadtfeste und so weiter. Und so habe ich eben auch diese Zäune mal gebaut für den Schleswiger Weihnachtsmarkt.
Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, weil viele Leute, wenn sie den Meiler sehen, sagen, oh, wenn der jetzt irgendwo steht, das sieht da nicht ganz so schön aus, kann man sich diese Schwarten Bretter nehmen und Zäune draus machen und einen wunderschönen Zaun drumherum bauen. Und so kann man es über ein Jahr stehen lassen. Ja, wunderbarer Sichtschutz hinter uns. Wir werden jetzt gleich nochmal den Standort wechseln und gehen mit dem Standort, den wir wechseln, rüber zu dem Bereich, wo du eine Warmwasseranschluss gemacht hast an die Brauchwasserleitung. Mhm. Und der Gedanke war, okay. Das müssen wir dann nochmal rausschneiden. Das war ja fast schon Loriot, oder? Genau. Wir werden jetzt gleich nochmal einen Standortwechsel machen und um den Biomaler herumgehen. Auf der anderen Seite vom Biomaler hattest du ja eine Brauchwasserleitung mit angeschlossen, die wir durch Mehrschichtverbundrohr durchgeleitet haben, damit wir, wenn praktisch dort mal Wasser getrunken wird oder auch beim Duschen irgendwie Wasser mitverwendet wird, den Geschmack, der eventuell durch das Polyrohr kommen kann, mit ausgleichen und eben nahrungsmittelfähiges Rohr haben und gucken uns das gleich nochmal an. Hat sich das erstmal soweit, wie es jetzt aufgebaut ist, bewährt? Absolut. Also wir haben leider im Moment nur einen Thermostat mit 50 Grad. Und wenn wir das in das Wasser halten, dann muss man schon schnell das Thermometer rausziehen, weil es immer noch am Steigen ist. Also wir schätzen so 56 bis 58 Grad heiß. Okay, dann müssen wir das nächste Mal gucken, dass wir mal ein geeignetes Thermometer mitbringen, was auch 70 Grad ab kann. So, wir sind jetzt hier an dem Wasseranschluss. Also wir haben hier, wenn ich das richtig sehe, das Stadtnetz und die blaue Leitung ist die Zuleitung zu der Außenzapfstelle. Richtig, weil das ist ein sogenannter Lebensmittelschlauch und den haben wir extra dafür verwendet, dass das eben das Wasser eben auch entsprechend eine Qualität behält. Ah, gut, dann ist das also jetzt der Brauchwasseranschluss für die geplante Außendusche und im Moment hängt da jetzt erstmal ein Wasserhahn. Richtig. Rüdiger, die blaue Wasserleitung, die wir innen gesehen haben, die vom Stadtnetz kommt, kommt hier draußen raus. Kannst du mir mal eben bitte drauf zeigen? Ja, also das ist wie gesagt diese Leitung, die wir dann mit dieser Fußbodenheizung verbunden haben. Geht dann hier in den Meiler rein. Wir haben in diesem Falle nur 35 Meter reingelegt. Hier vorne kommt sie jetzt wieder raus, hat ja den entsprechenden Druck vom Wasserhahn. Und wenn wir jetzt hier aufdrehen, es hat nun 24 Stunden, hat sich hier nichts getan, wird am Anfang ein bisschen Kaltwasser rauskommen und dann wird es so heiß sein, dass ich meine Hand nicht mehr drunter halten kann. Dann mach uns das am besten mal vor. Ja, werden wir doch mal praktisch. Ja, ist schon sehr, sehr warm. Jetzt geht schon gar nichts mehr. Also wenn du sagst, jetzt geht schon gar nichts mehr, dann sind wir in den Temperaturbereich von weit über 50 Grad. Weit über 50 Grad. Und das ist ja auch genau das, was der Testmeiler, den du hier praktisch aufgebaut hast, uns zeigen sollte. Ne? Ja. Dann werden wir jetzt nochmal einen kleinen Standortwechsel machen und uns den Bereich angucken, der zum späteren Zeitpunkt vorgesehen ist, den großen Biomaler aufzunehmen. Wenn wir vom großen Biomaler sprechen, dann sprechen wir über wie viele Kubikmeter, die da reinkommen sollen. Ja, wir haben uns ausgerechnet für das Volumen, für das Haus. Und weil ich ja auch das Gewächshaus im Frühjahr gerne noch weiter nutzen werde, also spätestens im Februar werde ich anfangen anzuziehen. Und da würde ich mal sagen, dass wir so mit 150, 160 Kubik auskommen sollten. Denke ich auch. Und das Material steht ja ausreichend zur Verfügung. Du hattest ja eine Januar-Februar-Holzhackschnitzelaktion hinter dich gebracht. Ja. Und dadurch, dass du ja hier sehr unterstützende Nachbarschaft hast mit der Kälberaufzucht, kommst du ja auch an den ganzen Kälbermist ran. Sodass ich denke, dass die Materialbeschaffung in diesem Falle schon sehr gut vorbereitet ist und eben durch den Mistanteil, den wir über die Nachbarschaft kriegen können, auch hundertprozentig sichergestellt ist, dass wir die 150 Kubikmeter zusammenbekommen. So, das wird jetzt der Standort sein für den Biomaler von 150 Kubikmeter, der aufgebaut werden soll. Wir sind jetzt hier in dem Dreieck von Scheune und Halle. Scheune und Halle. Und in dieses Dreieck Scheune und Halle soll der Biomaler reinkommen. Der wird dann 2,50 an Höhe haben, ja. Also ungefähr diese hier. Und was ist das, was uns jetzt hier im Moment an Rohren umgibt? Das sind die alten Bauteile
damals von dem Biomeiler aus Sücke. Und das Rohr werden wir natürlich vorher nochmal abdrücken, ob irgendwelche Löcher sind oder nicht. Und dann werden wir die mit in den Biomeiler einbauen. Und ich schätze mal, dass wir gute 600 Meter einbauen werden, dass wir genügend Heißwasser in diesem Meiler haben, um das dann eben entsprechend transferieren zu können. Ja, also der Grund, warum wir 600 Meter Rohr nehmen werden, ist, dass wir pro Meter Rohr ungefähr einen halben Liter Wasserinhalt haben. Und bei 600 Litern, also bei 600 Meter Rohr, haben wir dann rund 300 Liter Wasserspeicher schon alleine im Biomeiler. Und wenn dann der Wasservorrat aus dem Biomeiler über eine Fernwärmeleitung an die Heizung herangebracht wird, haben wir auf alle Fälle schon mal 300 Liter warm Wasser, die in dem Biomeiler aufbereitet ist, als Speichervolumen, um den Wärmetransfer übernehmen zu können. Des Weiteren haben wir auch noch vor, ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal erwähnt haben, dass du ja auch noch mit jemandem zusammenarbeitest, der mit Lehm arbeitet. Und wir vorhaben, auch mit dieser Fußbodenheizung dieses Rohr an eine Wand zu verlegen, die in den ersten Stock führt im Haus, und das anschließend mit Lehm zu verkleiden. Und dass wir dann quasi eine Wandverkleidung haben aus Lehm, wo dahinter quasi eine Fußbodenheizung ist und die ganzen Räumlichkeiten damit eben auch wärmen kann, weil das alles an die Heizung angeschlossen wird. Ah, okay, ja, hatten wir das letzte Mal nicht drüber gesprochen. Das hat sich, glaube ich, zwischendurch ergeben. Ja, mittlerweile. Mittlerweile, so dass man also jetzt sagen kann, es wird eine Wandheizung geben, die mit Lehm sozusagen aufgeschichtet und aufgebaut ist und dann in dem Treppenhausbereich den ganzen Flur und anliegenden Raumbereich sozusagen vorwärmt und aufheizt. Ne? Und die ganze Überlegung ist nur deswegen gewachsen und gediehen, weil du wusstest, dass du mit dem Biomeiler heizen wirst. Weil das Volumen, das wir uns ja leihen, wir haben zum Glück so viel Platz, wir können uns so einen großen Meiler hier hinstellen, und die Kapazität, die man dafür braucht, ist ja gegeben. Und diese kleine Pumpenstation, die wir da haben, die wird ja dann später hinter dieser Mauer sein. Und da können wir eine richtig schöne Station aufbauen, dass die ganze Sache auch richtig gut anzusehen ist. Und dass man Inspiration hat, das für sich selber auch mal in Angriff zu nehmen, weil das wirklich so einfach ist. Man muss es einfach nur tun. Und ich bin überzeugt davon, dass das, was wir jetzt hier vorhaben, ein Riesenerfolg wird. Ja, nicht zuletzt dadurch, dass wir auch eine ganze Menge Erfahrung miteinander sammeln konnten. Also wir untereinander, wie die Vorgehensweise für den Aufbau ist und wie wir ein Seminar miteinander machen können. Aber das Allerwichtigste von dieser ganzen Aktion ist ja auch gewesen, über den Probemeiler, der hier an der Wand steht, so viel Wissen an dich weiterzugeben, dass du das auch vollkommen einschätzen kannst, was dich dann im Oktober erwarten wird, wenn das aufgebaut wird. Und insofern bist du ja dann auch schon in der Lage, einige Vorbereitungsarbeiten zu treffen und bist in der Lage, sehr gezielt den späteren Erfolg von dem Anschluss an die Heizung sicherzustellen. Kann ich nur befürworten. Also für dich ist diese Vorgehensweise, einen Probemeiler gebaut zu haben, um dann auf den großen Meiler umzuschwenken, eine gute Vorgehensweise? War für mich für uns der richtige Weg, das zu tun. Weil wenn man sich erstmal so ein Riesenprojekt gleich vornimmt, für mich ist immer der Weg gewesen, erstmal kleine Brötchen backen, um Erfahrung zu sammeln und mit dieser Erfahrung dann auch zu wachsen. Und jetzt bin ich absolut überzeugt davon, und dank deines Wissens und die gute Gemeinschaft auch mit meinem Mitarbeiter, mit Martin, der mich sehr, sehr unterstützt und das Gewächshaus gebaut hat und auch die technischen und elektrischen Sachen macht. Und so kommt irgendwann ein Bild zusammen, dass man das Gefühl hat, da baut sich etwas auf, da kommt immer mehr zusammen. Und das ist ein Projekt, ja, das hat Zukunft. Und das sollte vorangetrieben werden. Und das ist mit meinem Wunsch dabei, mitzuhelfen. Ja, vielen Dank für die ermunternden Worte. Finde ich auch gut, dass es jetzt in diesem Zusammenspiel so wunderbar funktioniert hat. Wir haben ja auch schon viele Biomeiler aufgebaut, wo die Bauherren sozusagen komplett mit uns gemeinsam ins kalte Wasser gesprungen sind. Und dieses kalte Wasser war ja auch bei denen sehr erfolgreich, schnell durch Wärme aus dem Biomeiler in eine angenehme Badetemperatur umgeschwungen.
Und insofern muss man einfach für sich selbst entscheiden, welches der richtige Weg ist. Gehe ich über einen Workshop oder über die Gedanken, einen Biomaler aufzubauen, sofort in den großen Biomaler hinein, also irgendetwas zwischen 80 bis 150 Kubikmeter. Oder gehe ich den Weg, so wie bei dir, über einen Probebiomaler sehen, anfassen, verstehen, überlegen, welche anderen Möglichkeiten sich anbieten und dann sehr gezielt das Ganze vorzubereiten, ist natürlich auch ein optimaler Weg. Zumal wir hier auf deinem Grundstück und Gelände noch mehrere Objekte haben, die eventuell in darauffolgender Zeit auch nochmal einen eigenen Biomaler bekommen. Wen meinst du jetzt damit? Na, ich meine zum Beispiel die große Werkhalle, die du hast. Da hatten wir ja auch schon mit Gedanken weitergespielt, eventuell in dieser Werkhalle, in dem ja deine ganzen Holzarbeiten stattfinden, auch mit einem Biomaler zu versehen, sodass zumindest ein überschaubarer Arbeitsplatz im Winter eine Fußbodenheizung bekommt und dann deine Arbeitsstunden bei Minustemperaturen in der Werkhalle letztendlich auch ein bisschen erfreulicher sind als in dem vergangenen Jahr. Denn bei Außentemperaturen von minus 10 bis minus 17 Grad war das ja im Jahr 2012, 13 kein Vergnügen. Absolut nicht. Und deswegen, ja, wenn es die Zeit hinkriegt und wenn ich das alles schaffe, dann ist es geplant, dass wir da so eine Art Fußbodenheizung machen in dem Bereich, wo man eben am meisten arbeitet. Und darauf freue ich mich schon. Naja, ist denn eins von den Folgeprojekten. Und ich glaube, wenn einem einmal die Möglichkeiten und Chancen eines Biomalers präsent sind, dass man dann dass man dann kaum noch aufhören kann, weiterzudenken, wo könnte der Biomaler noch hinkommen. Und das Schöne an dem Biomaler ist ja, dass er sowohl durch die variable Größe als auch dadurch, dass er an jeder beliebigen Stelle, wo Platz vorhanden ist, aufgebaut werden kann, ein wunderbarer dezentraler Heizkraftwerk ist. Also es ist ja so, dass wir, so wie dann auch bei dir, vielleicht an zwei, drei Standorten auf dem Gelände den Biomaler hinstellen können. Und würde man das mit herkömmlichen Heizmitteln wie Gastherme oder Ölbrenner machen müssen, mit Schornsteinanschluss und eventuell den baulichen Genehmigungen, braucht man gar nicht anzufangen. Und die Überlegung, vielleicht von einem Wohnhaus in die Werkhalle zu gehen, das 30, 40 Meter Entfernung zu überbrücken, bringt dann ja auch unter Umständen so hohe Kosten mit sich, dass man das auch gleich von vornherein lässt. Und in diesem Falle könnte es sein, dass der Heizlüfter, der dann bei dir gelaufen hat, in Ruhestand gehen kann, wenn der Biomaler die Arbeit übernimmt. Definitiv richtig. Rüdiger, wir stehen jetzt hier vor deinem Gewächshaus, was in der Zwischenzeit vom Biomaleraufbau bis jetzt ja auch nochmal an Form, Aussehen und Funktionalität zugenommen hat. Und es wäre mir ganz lieb, wenn du dazu nochmal was sagst. Wir sehen ja hier auch nochmal ein Hochbeet im Außenbereich. Mhm. Aber ich geb das Mikrofon mal an dich und erklär mal, was wir hier direkt hinter uns haben. Ja, ich kann es zumindest mal versuchen. Also, Ideen wachsen durch das, was man macht. Und das Gewächshaus, wie gesagt, hat einen Umfang von 5 Meter Länge und 2 Meter Tiefe. Die Höhe mag vielleicht oben am Ende des Verses bei 2,70 Meter liegen. Und da haben wir uns halt überlegt, wie wir das machen können, damit man natürlich auch so ein Gewächshaus öffnen kann. Weil jetzt im Moment da drinnen, ich war gerade drin, sind 40 Grad. Und weil Wärme nun mal nach oben steigt, ist es das Allerbeste, wenn man so ein Schiebedach quasi baut. Und das haben wir eben so gemacht, dass man das einfach wie so auf einem T-Träger nach oben und nach unten schiebt. Und ja, bei diesen Witterungsbedingungen brauche ich das jetzt einfach nur mit einer Kette gesichert aufzuschieben. Und jetzt kann die ganze Wärme nach oben entweichen, was am besten für die Pflanzen ist. Kann ich an allen drei Stellen machen. Und nicht zu vergessen ist, dass auch wir die Folie auf Holzrahmen aufgezogen haben. Dass wenn irgendwie mal was passiert, braucht man sie von innen nur rauszunehmen. Also das ist mehr oder weniger ein völlig komplettives System, das man aufsetzen kann, wie ich eben meine Hütten baue. Und dass man mit diesem System diese Hütten überall in jeder Art auf bestimmte andere Größe auch jederzeit bauen kann. Ich komme noch mal eben ganz kurz außer der Modulbauweise für die Hütte auf die Lüftung zurück.
Das Wichtige bei Gewächshäusern ist ja immer, was man normalerweise gar nicht erreichen kann, dass am höchsten Punkt, wo der Wärmestau entsteht. Und bei vielen Gewächshäusern das ja so ist, dass die Dachklappen eben in Richtung Dachneigung aufgemacht werden und in Wirklichkeit der Wärmestau ganz oben nicht hundertprozentig entweichen kann. Also das ist hier komplett anders. Wenn wir jetzt hier oben gucken, dann ist direkt am Dachanschluss auch die Öffnung. Also damit ist sichergestellt, dass wirklich am höchsten Punkt die Wärme entweichen kann. Und ich glaube, dass das ein Riesenvorteil von dieser Art der Bauweise und Konstruktion ist. Und dadurch, dass du das ja mit allen Elementen machen kannst, ist also hundertprozentig sichergestellt, dass deine Pflanzen nicht an Überhitzung zugrunde gehen werden. Wird definitiv nicht passieren. Was wir eben auch noch gemacht haben, nach dem ersten großen Regen, ist uns das Wasser ja logischerweise hier in die Vorbeete gelaufen, was ja dann wiederum die ganze Saat zerstören würde. Deshalb haben wir hier so ein System gebaut, dass das Wasser sich eben hier sammelt, schräg auf die Seite zugeht. Und da hat der Martin hier so ein paar wunderschöne Holznasen gebaut, wo das Wasser eben wunderbar ablaufen kann. Und der nächste Schritt wird wohl sein, dass wir das Regenwasser irgendwie nochmal auffangen werden und einen kleinen Teich hier bilden, dass wir immer frisches Wasser haben für unser Gewächshaus. Ja, das ist natürlich dann auch eine Geschichte, die mit Erfahrung zu tun hat. Und so gestaltet sich ja unser gesamtes Leben. Richtig. Nicht nur in dem Umfeld unserer handwerklichen Fähigkeiten, sondern auch in dem der persönlichen und zwischenmenschlichen Beziehungen. Jetzt hast du gerade eben gesagt, die Saat könnte kaputt gehen. Sag nochmal etwas dazu, was sich vor dem Gewächshaus abspielt. Ja, mir kam diese Idee, dass man eben, ich bin nun auch schon nicht mehr der Jüngste, und anstatt jetzt irgendwo draußen auf dem Beet rumzukrabbeln, um irgendwas anzubauen, weiß man ja, man kann heutzutage Hochbeete bauen. Und dann habe ich das eben gleich an das Gewächshaus mit rangesetzt. Hinten um die Ecke herum geht es auch noch weiter. Und eine ideale Form, sein Gemüse hochzuziehen, weil eben unten drin sehr viel Häcksel ist, Kuhmist natürlich auch und alte Holzstücke, die unten vermodern können. Und dann oben noch einen halben Meter schwarze Erde. Und dann hast du schon den entsprechenden Untergrund für das Gemüse, damit es geradezu nur hochschießen kann. Also ich stehe direkt daneben und kann sehen, wie die Pflanzen größer werden. Das ist unglaublich. Nun bin ich ja kein Gemüsebauer, aber wenn ich hier reingucke, sehe ich hier kein Gemüse. Also du erzählst mir gerade, dass dein, was ist das hier? Das ist dein Gewürzgarten Gemüse sei. Also ich glaube, dass Majoran und Schnittlauch, das ich erkennen kann. Kürbisse. Ja, Kürbis ist definitiv Gemüse. Also es gibt hier einen gemischten Vorgarten und ein Hochbeet zum Gewächshaus. Und innen drin haben wir ja auch noch einiges. Also da gehen wir jetzt am besten gleich mal rein. Das ist auch Gemüse. So, hier in dem Gewächshaus ist es, wie du ja vorhin schon sagtest, ordentlich kuschelig warm. Wir haben jetzt hier irgendwo 36 Grad. Deswegen nur 2 Minuten maximal. Ja, wir werden das hier abkürzen. Also wir haben hier oben die Entlüftung, die für uns aber zu hoch ist. Also wir kriegen hier nicht so viel frische Luft ab. Ja. Uns wird hier richtig warm und die Schweißperlen haben wir gleich auf der Stirn. Was haben wir links? Ja, hier auf dieser Seite haben wir 14 verschiedene Tomatensorten. Und die stehen jetzt mal gerade 2 Wochen und haben schon eine wirklich gute Höhe erreicht. Und als Hobbygärtner, ich mache es eigentlich das erste Mal in meinem Leben selber auch. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, was sich hier tut. Die Erbsen, alles kommt wunderbar. Und das, womit wir dann auf der rechten Seite sind, ich sehe hier Salat und Erbsen. Also das, was du gerade eben sagtest, befindet sich hier auf der rechten Seite. Ja, und dann haben wir noch Eiszapfenradieschen und Kürbisse und dann wollen wir mal sehen, ob das auch alles kommt und das reicht für erstmal. Man muss immer klein anfangen. Genau, klein anfangen haben wir auch hier mit dem Heizkörper. Also wir sehen jetzt hier vor uns den zweiten Heizkörper von 2. Also hinter uns befindet sich jetzt auch noch ein Heizkörper, der an die Pumpenstation, die wir gerade eben gesehen haben, draußen am Biomaler angeschlossen ist. Diese Heizkörper sorgen dafür, dass wir über Nacht auch bei den jetzigen Außentemperaturen von 8 Grad eine Temperaturdifferenz haben auf 6 bis 9 Grad. Richtig. Und das funktioniert über den Biomaler hervorragend.
sodass wir also heute Nacht bei dir hier in mehr oder weniger 16 Grad, 17, 18 Grad gehalten haben. Okay. Gestern Abend um 23 Uhr, also 11 Uhr, als wir unser Gespräch und unser nettes Beisammensein abgebrochen haben, hatten wir draußen, glaube ich, 12 Grad. Und hier drinnen waren 19. Also das hat sich dann über die Nacht auch so gehalten. Hat sich bis heute Morgen 6 Uhr so gehalten. Wunderbar. Wunderbares Ergebnis. So. Rüdiger, wir stehen jetzt hier vor der Ausbeute deiner Hackschnitzel-Organisationstour im Januar, Februar. Mhm. Wir sehen hier hinter uns eine Menge von Hackschnitzeln, die dich prädestiniert, auch anderen Leuten Hackschnitzel weiterzuverkaufen, die Interesse haben, einen Biomaler aufzubauen. Die Menge, die wir hinter uns haben, reicht garantiert aus, um den einen oder anderen zusätzlichen Biomaler zu bauen, außer dem, der jetzt mit 150 Kubikmetern bei dir im Oktober aufgebaut werden soll. Ja, also wir haben jetzt so circa 160 Kubikmeter Häcksel hinter uns liegen. Und weil wir erfahrungsgemäß wissen, dass wir auch noch eine Menge Kuhmist brauchen, also lässt sich hier noch einige Meiler bauen. Und wie gesagt, wenn Interesse da ist, wenn einer sagt, da möchte ich jetzt sofort mal was machen, wäre sofort alles da, um einen Probemeiler oder irgendetwas aufzustellen. Oder auch einen richtigen großen Biomeiler aufzubauen, richtig. Denn stellvertretend für viele andere, die mit Biomeiler-Gedanken sich beschäftigen, hast du ja eine Probedurchlauf sozusagen hergestellt, um einfach auch für dich selber den Biomeiler in seiner Funktion komplett kennenzulernen. Mhm. Richtig. Also diese Stellvertretung kommt natürlich vielen anderen auch zugute und die können sich dann zusätzlich zu den Erfahrungen, die wir schon die letzten Jahre gemacht haben, nochmal darauf verlassen, dass die ganzen Aussagen, die getroffen worden sind, durch deinen Probebiomaler sozusagen bestätigt worden sind. Ja, ja, kann man so sagen. Gut, wunderbar. Also diese große ehemalige Platte von einem Güllebehälter oder Becken wird sich wohl auch in diesem Herbst wieder ordentlich füllen. Ich denke, du wirst auch in diesem Herbst die Gelegenheit benutzen, im Oktober, November von deinen Landwirtschaftskollegen, die Knick- und Raumpflege betreiben, wieder Holz abzuholen? Ja, es geht eigentlich erst wieder nächstes Jahr im Februar, März los. Ach so, okay. Dass denn die Knicks wieder geschlagen werden und dann hast du bis zu einem bestimmten Zeitraum Zeit. In diesem Jahr war es der 15. März, dass man brennen durfte. Denn das ist ja das Problem, dass diese ganzen Bäume und alles, was da geschlagen wird, das wird alles in einem riesigen Berg zusammengeschoben und dann ein bisschen Benzin drauf gegossen und ein bisschen Heu drauf und dann wird das einfach verbrannt. Unglaubliche Verschwendung. Und so habe ich es eben in diesem Jahr geschafft, die Leute davon abhalten zu können, den größten Teil häckseln zu lassen. Und in diesem Jahr werden wir das eben so organisieren, dass das gleich so gelegt wird, das Ganze, dass anschließend ein Häcksler kommt und das alles für uns entsprechend häckselt. Und dann haben wir wieder vielleicht 200-300 Kubikmeter hier liegen. Also wenn du sagst, so gelegt wird, dann bezieht sich das auf das Auslegen der geschnittenen Knicklandschaft und auch der Bewirtschaftung von Forst und den ganzen anderen Bereichen, sodass also praktisch die Grünschnittmaterialien so hingelegt werden, dass ein Häcksler sie sehr gut aufnehmen kann. Das bedeutet natürlich, dass der Häcksler, der dann gemietet werden muss, in der Arbeitsgeschwindigkeit viel schneller vorankommt. Also er kann mehr Kubikmeter Häcksel in der Stunde machen, als wenn man jetzt einen zusammengeschobenen Haufen, der verbrannt werden soll, wieder auseinanderrupft und reißt, so wie ihr das dieses Jahr gemacht habt. Stellt ein großes Problem dar. Wenn du das erstmal alles auseinanderreißen musst, das kann dieser Häcksler nicht so gut. Und was auf einigen Bildern deutlich gemacht wird, als der Häcksler hier bei mir war, da habe ich alles so hingelegt, weil ich selber genügend Grünschnitt hatte. Und das war in weniger als 15 Minuten war der hier wieder vom Hofplatz. Und wenn du das vorher weißt, dann kannst du sogar Glück haben, dass er weit über 20, 30 Kubikmeter in der Stunde schaffen kann.
Also dann ist dieser Part, den wir jetzt gerade besprechen, sicherlich nicht für die Leute geeignet, die einen Biomaler haben möchten, sondern richtet sich mehr an die Leute, die in dem landwirtschaftlichen Bereich tätig sind. Wenn ihr rechtzeitig eine gewisse Planung habt und wisst, dass das, was aus der Landschaftspflege herauskommt, für Biomaler verwendet werden soll, dann wird es eben anders vorbereitet, hingelegt und hat dann ja auch den Ziel, durch eine Häckselaktion möglichst schnell in Kubikmeter Holzhackschnitzel sich zu verwandeln. Und wenn man diese Planung eben etwas rechtzeitig macht, kommt man auch zu ganz guten Ergebnissen, sodass also die gezahlte Maschinenstunde sich in Kubikmeter Häcksel umrechnen lässt und dann auch für die Nachbarschaft oder für einen selbst im landwirtschaftlichen Umfeld zur Verfügung steht. Das war ja dieses Jahr alles ein wenig Holter die Polter, denn als wir uns angefangen haben, über die Biomaler zu unterhalten, hatten wir ja nicht in die Planung mit aufgenommen, dass du zum Beschaffer des Material wirst, sondern das war ja eine sehr kurzfristige Aktion, die stattgefunden hat. Und in diesem Winter war das ja alles auch noch von sehr viel Schnee und Eis und horizontalem Schneetreiben begleitet, also auch kein Vergnügen, das Material zusammenzusammeln, aufzubereiten und abzuhäckseln. Hatte aber eben in diesem Falle so ein bisschen Glücksmoment, dass das Material überhaupt noch rumlag und noch nicht verbrannt gewesen ist. Also insofern hatte die Witterungslage 2012 auf 2013 auch einen kleinen Vorteil. Kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen.